Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht in einem Flugzeugträger, und das ist ein Tier 10 Flugzeugträger. Ich habe weder die Midway noch die Hakuryu. Ich habe die Odysseus und den gesamten britischen Baum hier zum Testen bekommen. Ich bin wirklich froh, dass sie mit 0.8.0 die Flugzeugträger dahingehend geändert haben, dass auch ich mich außerhalb des Gefechtsraums traue, also des Koop-Raums, die zu testen. Ansonsten wären die natürlich sang- und klanglos an mir vorübergegangen. Denn ich bin kein Freund von Flugzeugträgern. Deswegen habe ich sie nie gespielt. Das bedeutet, ich bin ein absoluter Noob da drauf. Was wiederum hier egal ist, weil... Na gut, ich fahre mal nirgendwo hin. So, wo wollte ich sagen? Ansonsten hätte ich das dem Team nie angetan. Quasi zu... sie mit meiner Anwesenheit in einem Flugzeugträgergefecht zu belasten. Also. Es ist übrigens noch nicht ganz so einfach, die Teile zu fahren. Wichtig ist, dass man mal viel scoutet. Das ist dann weniger ein Problem hier. Ja, der hat auch was. Liegt ihm doch nicht hinterher. So, dahin kommt die Iowa. Ich glaube, meine Fighter sollten eigentlich kein Problem haben mit seinen Fightern. Ja, sieht gut aus. Vielen Dank. So, da ist Kurfürst. Moskwa. Irian. Oder hat jemand Glück gehabt, das Schiff zu ziehen? So, dann wurde hier mal alles aufgeklärt. Flugzeuge werden auch abgeschossen. Booster ist hier. Wo ist der Gegner? Was sind die gegnerischen DDs? Die lassen sich nicht blicken. Da ist die Hakuryu. Ich fliege jetzt einfach mal in Angriff hier auf die Hyper. Muss mal testen, wie die sind. Ja, sind nicht gut. So. Zieh sie mal zurück hier und gehe mit meinen Torpedobombern los. Ah, da drin ist die Fletcher. Okay. Die werde ich dann offen halten. Werde außen versuchen, den die Moskwa zu bekommen. Hier sollte kein Problem sein mit der Minotaur. Ich werde meinen Flugzeugträger mal hier hinschicken. Die Flugzeuge sind so lächerlich schnell, dass es relativ egal ist, wo der Flugzeugträger steht. Da ist die Fletcher. Oh, vielleicht. Ich muss den schlechten Abwurf machen, hilft alles nichts. Krieg ich einen? Nice! Der schlechte Abwurf. Na, wie gesagt, das ist das Problem, wenn man seinen Abwurf versucht zu korrigieren, dann hier beim Briten, weiß nicht, ob es bei allen anderen auch so ist, dann bekommt man einen schlechten Abwurf. Und das ist natürlich eine bittere Geschichte. Eine bittere Pille, die man schlucken muss. Deswegen ist ein geschickter Anflug natürlich immer ideal.
Ah, jetzt geh runter und hopp. Der Anflug, der wird gut. Ah, die Torpedos hätte später abwürfen sollen. Die Torpedos sind nämlich zu langsam. Nein, die gehen. Oh, Gott sei Dank, die gehen. Nein, die gehen nicht, die sind zu langsam. Also der Fighter ist natürlich super hier beim Kurfürsten. Ah, jetzt aber. Muss es schaffen, hier nochmal den Abwurf rauszukriegen. Da, jetzt aber. Und zurück zum Flugzeugträger. Gleich hier die Bomben starten, damit wir ein paar Brände raushauen können. Wie viele treffen wir? Einer, zwei, drei. Perfekter Abwurf. So. Wie gesagt, die geholt durch den Scout. Ich muss jetzt aufpassen, wo der gegnerische Flugzeugträger ist. Wie gesagt, ich bin ein kompletter Noob, was das betrifft. Ganz im Ernst, für Tipps bin ich immer froh, aber seid so gut und sei nicht so fies. Ich glaube 0.8.0, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe die Teile auch getestet auf dem PTS, da ist natürlich immer ein Unterschied. Ja, ich glaube, da kann ich mir theoretisch sogar den Abwurf sparen. Hab gehört, Kill is Kill. Ach, komm auf. Ach, jetzt. Okay, das war fies. Ja, ich bin hier natürlich scheiße angefahren. Das ist so. Hier oben gegen Moskau und Tirian will ich jetzt nicht unbedingt fliegen. Ja, Flakfeuer. Sicher, aber solange man nicht in diese schwarzen Wolken reinkommt, ist alles halb so schlimm. Oh, da war eine fette Wolke, da ist auch eine. Ein bisschen kann man ausweichen. Da, aber Iowa. Ja, die steht einfach zu gut. Die Hindenburg alleine. Flakfestung hin oder her. Problem ist halt, ich werde mich dann wahrscheinlich darauf beschränken, meine Kollegen hier zu unterstützen. Massachusetts und Hindenburg vor dem gegnerischen Flugzeugträger. Ich kann ja immer noch Jäger droppen, das ist relativ wichtig. Bei wohin fliegt der jetzt? Keine Ahnung, wohin der fliegt. Da kommt er hin, er kommt hin zur Hindenburg. Dann will er zur Massachusetts, komm. Gas. Hoch zur Massachusetts. Ja, ich schaff's nicht mehr, ihn zu retten von dem Abwurf. Ah, jetzt habe ich hier den Anflug auch versaut. Ist egal, ich gehe jetzt zurück zur Hipper. Brand ist Brand. Ne, ich nehme andere Staffel ist besser. Wollen wir jetzt wieder die Torpedobomber. Hätte hier mit der anderen Staffel für Unterstützung sorgen können, bevor ich drauf gehe. Das war ein Fehler. War richtig lästig. Es ist halt das, was ich immer wieder falsch mache. Oh, Moskau. Ja, jetzt. Bevor hier die Flanke einbricht, Moskau hat sich entfernt. Da hole ich mir jetzt die Moskau. Die Irian wäre wahrscheinlich idealer zum Holen. Weil die Yugumo jagt. Oh. Die hat nicht, die haben beide keine schlechte Antia, ne? Ja, ich hol mir die Irian. Ich muss das für den DD machen. Stoff. Das muss ich für den DD machen. Es hilft alles nichts. So, zuerst der Anflug. Dann kann ich eindrehen. Und so. Ich hab die Irian nicht getroffen, ne? Ich hab die Irian nicht getroffen. Die Iowa hat ihren Jäger gestartet. Bin ich gespannt, ob ich überhaupt durchkomme. Und? Piff, piff, piff. Ja, piff, piff, piff. Ja, es ist... Ah, was nehme ich denn jetzt hier für die... Hindenburg fährt da rein. Muss meinen Freund ein bisschen helfen, für abgeschossene Flugzeuge ist nicht viel. 68.000 Schaden ist auch nicht viel. Sieht nicht gut aus hier. D konnte ich helfen verteidigen. Moskau wurde rausgenommen.
Irian habe ich abgeschreckt, das ist gut, dadurch hat unsere Idee überlebt, aber drüben die Kossack, die bezahlt jetzt dafür, ja. Aber die. Oh, Irian ist von Friedrich rausgenommen worden. Okay, warte. Hopp, hopp, Vollgas. Wo ist der gegnerische Flugzeugträger? Er ist ganz hinten, die Akuria. Also entweder die Iowa hier rausnehmen oder die Hindenburg, mal schauen. Ob ich für die Yamato ein bisschen scouten kann. Ich werde ihr hier einen Jäger hinwerfen, damit die Yamato ein bisschen Unterstützung hat hier. Okay, die Hindenburg ist schon drin. Ja, da kommt schon das Schlachtschiff. Da die Minotaur direkt drüben, die Yugumo. Nein, nein, die steht einfach schlecht. Abhauen. Dann hole ich mir hier die Iowa. Besser die rausnehmen, dann wird sie nicht gejagt. Leider wurde die Minotaur echt rausgenommen vom gegnerischen Zufall. Feuer. Lässt er brennen, oder? Hat er gelöscht? Hat er gelöscht? Nein, lässt er brennen, sehr gut. Na gut, dann mal schauen. Hat er gelöscht. Oh, kein Feuer, das ist natürlich bitter. Oh, Vollgas wieder weg. Dann hole ich mir nochmal eine Torpedostaffel. Da, wenn ich jetzt das Feuer nochmal anzünden könnte, da wäre ich schon froh drum. Ein bisschen Problem mit der Maus hier. Die steuert mir immer dagegen. Ja, scheiße. Ah, zurück. Hätte einfach so abwerfen sollen und dann zurück. Aber die Eier war in Kürze zerstört. Ich muss ja jetzt die Yamato schützen mit meinen. Das ist aber wichtigste jetzt. Go, go, go. Das habe ich nämlich extremst vernachlässigt. Hopp, Vollgas! Ich kann natürlich einige solcher Strikes hier ab. Also sagen wir so. Das Spiel an und für sich ist ganz nett. Also mit den Flugzeugträgern. Da, es macht auch Laune, es ist aber... Da. Wird der gestartet? Das ist natürlich uninteressant. Kann ich hier schon den Abwurf beginnen? Ja, ja, bringt mir aber nichts. Ne? Das ist. Das hat mir ja nicht viel gebracht. Da drehe ich lieber noch eine Runde. Zwei Treffer immerhin hat es mir gebracht. Naja, will ich nicht sagen, dass es nichts gebracht hat. Dann nehme ich die jetzt raus. Den letzten Anflug hier für die Hakuryo. Wobei das. Wie gesagt, ich bin nur ein Noob im Flugzeugträger. 100.000 ist auch nicht gut. Da gibt es dann weitaus bessere Ergebnisse mit dem Teil.
Damit ein bisschen Glück schaffen wir hier sogar noch. Nein! Schaffen wir nicht. Also ich habe ein bisschen versucht zu supporten. Ich habe es nicht immer geschafft. Es ist schwierig zu Beginn den Überblick zu bewahren, was man denn mit dem Flugzeugträger überhaupt machen kann, was man denn überhaupt machen soll. Gescheite Waffenauswahl direkt ist auch nicht so einfach, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis man sich einspielt, welche Schiffe jetzt extrem gute Anti-Air haben und welche schwache Anti-Air. Ich höre von Geschichten, oh, meine Wusta hat kein einziges Flugzeug im Anflug abgeschossen. Und ich höre von Geschichten, oh, meine Minotaur hat 100 Flugzeuge abgeschossen. Da habe ich schon Screenshots davon gesehen. 100 Flugzeuge, 126 Flugzeuge oder so. Also lächerlich. Von daher, da fehlt es noch ein bisschen an Balance. Ja, ich bin auch, ja gut, mit 1666 bin ich zufrieden für mein zweites Gefecht in der Odysseus. Es war auch beim ersten Gefecht so in diese Richtung rum. Also es ist durchaus okay. Mir kommt ein bisschen so vor, als ob die Anti-Air auf den Stufen noch nicht richtig eingestellt ist. Bei manchen zu viele, bei anderen zu wenig. Ja, der Gegner hat relativ wenig Flugzeuge abgeschossen. Unsere Schiffe haben relativ viele Flugzeuge abgeschossen. Da kann aber theoretisch was nicht stimmen, denn mir kommt vor, ich habe mehr Flugzeuge verloren als 8. Also nebenbei, schon alleine die Jäger, die ich verloren habe. Wobei, ich habe viele, ich habe auch, warum habe ich nur 4 Flugzeuge abgeschossen? Das war ganz am Anfang. Ich habe immer wieder Jäger gedroppt. Naja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist die Odysseus. Die zeichnet sich aus durch sehr, sehr knappen Abwurf der Torpedos. Also der Torpedos. Ja. Glaube ich zumindest. Also es gibt noch einiges, was die Briten da noch ausmacht. Aber es ist alles Work in Progress. Sie ist wahrscheinlich zu stark, was ich so gelesen habe von Leuten, die sich gut damit auskennen. Sagen sie ist zu stark, eben deshalb, weil man wenig Zeit hat, den Torpedos auszuweichen. Da wird wahrscheinlich noch eine Änderung kommen. Ach, mal schauen. Flugzeugträger, wir kommen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.